Hallo liebe Leute, wie gesagt, das Video über das Abitur. Ja, zuerst kommt der langweilige Teil. Was ist überhaupt das Abitur, fragen sich einige vielleicht. Das Abitur ist die allgemeine Hochschulreife, die bundesweit anerkannt ist. Und das Abitur ermöglicht euch das Studium an allen Universitäten. Dabei dürft ihr aber nicht vergessen, dass der Schnitt auch wichtig ist, denn für bestimmte Fächer braucht ihr auch einen bestimmten Schnitt. Und das Abitur ist nicht nur wichtig für das Studium selbst, sondern auch für Ausbildungsberufe sind die jetzt Anforderungen geworden. Und daran merkt ihr schon, dass das Abitur, dass der Arbeitsmarkt sich schon, ja, ist ja schon sehr anspruchsvoll geworden ist. Ja, das war das Wort. Oh mein Gott. Kaum zu glauben, dass ich Abitur habe. Und also vergesst das nicht, denn wenn ihr schon wisst, dass ihr nicht studieren wollt und direkt eine Ausbildung machen wollt, dass ihr nicht geschockt werdet damit, oh, ich brauche ja Abitur für diesen Ausbildungsberuf. Also empfehle ich euch, macht lieber das Abitur, selbst wenn ihr eine Ausbildung machen wollt. Es ist natürlich was anderes, wenn ihr sagt, ich habe mich erkundigt, ich brauche für diesen Ausbildungsberuf kein Abitur. Okay, gut. Nur meine Empfehlung ist, wenn ihr Abitur macht, schadet es euch nicht. Man kann sagen, man hat schon was erreicht. Und wenn Abitur so selbstverständlich wäre, hätte es ja auch jeder. Aber hat es nun mal nicht. Tja, das war soweit der kurze Einblick. Für weitere Informationen solltet ihr eure Lehrer fragen oder mal im Internet recherchieren. Die Arbeit werde ich euch nicht abnehmen. Ich habe Abitur, ich muss das nicht machen. Jetzt zu meinen Erfahrungen des Abiturs, wie ich es erlebt habe, also zum Lernen. Ich habe so viel gelernt wie nie. Es war wirklich Stress pur. Man kommt nach Hause und man denkt, lernen. Man hat das Abitur immer im Hinterkopf, auch wenn vielleicht noch ein paar Wochen hin sind, aber ein paar Wochen sind echt wenig, wenn man bedenkt, wie viel man lernen muss. Und ich habe wirklich jeden Tag gelernt. Auch bis spät abends, so 11 Uhr oder sowas, glaube ich noch. Und kein Tag vergeht, wo man denkt, lernen, lernen, Abitur, das kann man nicht vergessen. Ich war nun mal nicht einer der Besten, die dann sagen, oh, ich brauche da nur eine Woche für, dann bin ich gut vorbereitet. Nee, ich habe mehr gelernt. Und, aber das Ergebnis war nicht, naja, das, was ich haben wollte. Ein Zweierschnitt habe ich leider nicht geschafft. Ja, bei den Prüfungen selbst war ich nicht nervös, eher weniger nervös. Nur ein bisschen. Bisschen nervös, ja, das passt wohl. Ich meine, wenn man die Aufgaben sieht und man weiß, okay, das habe ich gelernt, dann kann man auch nicht nervös sein. Ich meine, bei mir zumindest. Es kann ja Leute geben, die lernen viel, können das, aber sind trotzdem nervös, ja. Das ist natürlich dumm. Man sollte natürlich nicht so nervös sein, dass man vergisst, den Namen zu schreiben. Das hat nämlich mal unser Lehrer erzählt, unser Chemielehrer, dass es einen Schüler oder eine Schülerin gab, die den Namen vergessen hat. Und das ist dann wohl sehr peinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der mündlichen oder schriftlichen Prüfung war, aber man stellt sich vor, ja, bei der Prüfung, Name, schreibt den Namen, Name, wie heißt ich denn nochmal? Chuck Norris? Nee, wie heißt ich denn? Männlich, weiblicher Name? Nachgucken, männlicher Name, das ist ja echt peinlich. Boah. Oder da ist die Aufregung ja noch größer. Dann, wie soll man dann die Aufgaben bewältigen, wenn man nicht mal den eigenen Namen weiß? Ich meine, das ist ja eine der leichtesten Aufgaben. Für mich. Für die Person, naja. Wird wohl immer so welche Leute geben, die dann so nervös werden. Aber egal. Hauptsache, sie schaffen das Abitur dann trotzdem. Das Abitur selbst, also das Schreiben der Prüfung, ist nicht das Schlimmste. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Auch wenn es sehr ermüdend ist, 4 Stunden oder 6 Stunden am Stück eine Prüfung zu haben. Aber die Wartezeit, wenn ihr Wackelkandidaten seid, so wie ich. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich es schaffe oder nicht. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die sich wahrscheinlich nur gefragt haben, wie gut wird mein Abitur sein. Schaffe ich noch einen Einserschnitt? Das wäre echt toll. Und dann die Wochen, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber die Wartezeit, wo man nichts zu tun hat, wirklich nichts. Fertig mit Lernen, gar nichts. Nur warten. Dann denkt man, oh nein, habe ich das geschafft. Es kommen dann mehr Zweifel, wenn man so lange warten muss. Man hat mehr Zeit zum Nachdenken. Und das war echt schlimm. Und dann den Tag der Entscheidung, geschafft. Ja, geschafft. Da fühlt man sich echt, boah. Als wäre man der Coolste auf der Welt. Und der Beste auf der Welt. Natürlich nicht mit einem 3,2er Schnitt. Nur einem 3,2er Schnitt.
aber man hat es geschafft. Oder besser gesagt, ich habe es geschafft. Der Rest war mir egal, ob sie jetzt einen Einserschnitt hatten. Hauptsache, ich habe es geschafft. Und das Gefühl hält auch mehrere Tage oder Wochen an. Und ja, man hat was schon mal im Leben etwas Großes erreicht. Nicht etwas, ja, man hat das Abitur geschafft. Und darauf kann man echt stolz sein. Eure Eltern werden bestimmt auch stolz sein. Ja, habt ihr gut gemacht. Und Freunde, Verwandte werden auch denken, wow, er hat das Abitur geschafft. Wow. Und was ich erkannt habe durch das Abitur, ist, dass die Jahre davor, also vor allem 9., 10. oder natürlich auch 11. und 12., dass man da schon auf das Abitur hinarbeitet. Denkt jetzt nicht, okay, erst im 13. oder wenn ihr bis 12 machen müsst, im 12. Schuljahr werde ich meinen Arsch aufreißen. Nein, man muss es schon vorher machen, denn wenn man vorher die Grundlagen nicht versteht und sich so, was weiß ich, durchmogelt, so noch gerade noch so weiterkommt, dann wird man das Abitur nicht schaffen. Dann wird man es garantiert nicht schaffen. Ich habe auch gemerkt, dass ich etwas hinterherhinke, aber ich habe es noch hingekriegt. Und im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, hätte ich mal früher angefangen zu lernen, hätte ich mal mehr gelernt. Aber das ist jetzt vorbei, ich habe das Abitur, ich bin zufrieden. Ja, so viel von mir zum Thema Abitur. Ein Abschlusswort will ich noch sagen, ein Abschlusssatz. Wenn ihr euch entscheiden müsst, ob ihr es macht oder nicht, entscheidet euch lieber dafür, es zu versuchen. Wenn ihr scheitert, ist es nicht so schlimm. Wenigstens könnt ihr sagen, ihr wart so mutig, es zu versuchen. Und für alle die jetzt dabei sind beim Abitur, sage ich nochmal viel Glück und viel Erfolg. Euer Vito. Bis zum nächsten Mal.